Hallo Freunde des Films, willkommen zu DVD-Kritik, meinem weiteren Trailer-Check, und zwar zu einer Rom-Com über drei Jungs, die sich fragen, ist Single-Leben vielleicht doch besser als vergeben zu sein in für immer Single? Ist das Eiscreme? Ja, Peanut Butter Chocolate. Ja, mit dem Eis. Nein, ich brauch das. Meine Süße hat Schluss gemacht. Bist du Bridget Jones? Gib mir das Eis. Halten wir, Kleiner. Mehr mit dem Eis. Niemand kriegt hier Eis! Wir gehen feiern. Solange du Single bist, bleiben wir auch Single, Mann. Ey! Wollt ihr einen Pfefferminz? Schmeckt komisch, Alter. Weil es Potenzpillen sind. 4 Stunden saufen wie Keith Richards und du kriegst trotzdem einen hoch. Ich hab zu viel Viagra genommen. Ich muss dringend schiffen. Dann mach's horizontal. Horizontal? Das ist das Dümmste, was ich je gehört hab. Boah, Wahnsinn, Alter. Das funktioniert wirklich. Na, logisch funktioniert das. Da starte ich eine an am Ende der Bar. What you are. So war das echt nicht geplant. Ich wollte dich 40 Tage oder so zappeln lassen. Ich wollte dich auch zappeln lassen, dann ist mir eingefallen, ich bin ein Kerl. Wir sollen höchstens 2-mal die Woche ein Mädel treffen und du triffst sie 2-mal am Tag. Was läuft da zwischen dir und Chelsea? Was willst du hier eigentlich? Was zum? Was zum? Hey, das kommt jetzt falsch rüber. Ach, wirklich? Oh, was heißt das? Wie würdest du denn unsere Beziehung definieren? Wie, Sekunde, ihr zwei habt eine Beziehung? Ich hab versucht, so zu tun, als wäre alles beim Alten. Hey, komm her, Mann. Keine Umarmung ohne Hose. Alles klar, wird respektiert. Jungs, ich weiß nicht, was soll ich machen? Wo ist die Frau jetzt? Sie organisiert eine Dress-Up-Party. Dann würde ich sagen, du bist der Typ mit dem schärfsten Outfit. Das ist also nicht die Art Dress-Up-Party. Was hast du bitte an? Party im Haus. Dödel raus. Ist aber nicht mein echter Schwanz. Was du nicht sagst. Das sind meine Eltern. Ich tue einfach so, als würde das jetzt nicht passieren. Hi. Oh. Oh, ein Penis Colada. Penis Colada, echt jetzt? Ich finde diese Art Gags unterwältigend und ehrlich gesagt deswegen den Trailer auch nicht so wirklich gut, aber vielleicht bin ich damit ja auch ganz alleine. Wie dem auch sei, für immer Single bringt uns Universum Film voraussichtlich ab dem 24. April 2014 in die deutschen Kinos und erzählt die Geschichte von Mikey. Mikey hat sich gerade von seiner Freundin getrennt bzw. wurde verlassen und so möchte er das Single-Leben so richtig auskosten. Dabei sind seine Kumpels Jason und Daniel voll an Bord und alle drei ziehen durch die Bars und Clubs und wollen einfach nur Spaß haben und wollen einfach nur Frauen abschleppen, ist sie auch gar nicht so verwerflich. Das Problem nur, dass einer der drei auf einmal mitten auf einer Tour eine Frau kennenlernt, wo sich dann doch ein klein wenig mehr entwickelt. Das lockt die Empörung der anderen beiden an, aber als sie sich ebenfalls an bessere Seiten gewöhnen können und eben an das nicht mehr ganz so spannende Single-Leben nach einer ganzen Weile, steht die Frage im Raum, ist man nicht doch lieber vergeben als Single? Ja, das ist das Thema, was nicht gerade zum ersten Mal irgendwie auf eine Leinwand gebannt wird, mit unter anderem Zac Efron und Miles Teller eben in den Hauptrollen vor der Kamera, beide nicht natürlich Unbekannte. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ich finde den Trailer nicht wirklich gut. Das ist eben so eine Rom-Com, wo ich auch das Gefühl habe, weil die eben am 24. April startet, das könnte so ein bisschen das männliche Pendant zu dann die Schadenfreundinnen sein, die dann eine Woche später in den deutschen Kinos startet. Und das finde ich zwar eine teilweise clevere Positionierung, aber ich finde immer, man sollte einen Film nicht nur gut positionieren, man sollte auch einfach einen guten Film machen. Und hier werde ich das Gefühl nicht los, dass der eben nicht ganz so viel kann, wie dem auch sei. Das heißt aber auch immer so ein bisschen, dass meine Erwartungen sich dementsprechend senken und man ganz leicht überrascht werden kann, weswegen ich mir gerne natürlich den Film für euch ansehe und sagen werde, ob der sich vielleicht nicht doch lohnt. Letztendlich gibt es auch eine ganze Menge Zac Efron-Fans an dieser Stelle, die sich vielleicht allein schon deswegen den Streifen ansehen werden ab dem 24. April. Und damit bin ich schon durch mit meinem Trailer-Check zu für immer Single. Was sagt ihr denn zu dem Streifen? Schreibt gerne in die Kommentare. Ich finde, wie gesagt, die Storyline nicht so richtig spannend. Und ich finde dafür, dass es ein Trailer ist, der gute Momente zusammenpacken soll, das Ganze, wie gesagt, ein klein wenig unterirdisch. Aber na gut, ist ja auch nur meine Meinung. Wie gesagt, ich bin durch mit meinem Trailer-Check. Lasst gerne einen Daumen da, wenn ihr diesen mochtet. Lasst es bleiben, wenn nicht. Ansonsten gibt es hier morgen um 15 Uhr spätestens natürlich ein neues Video. Und bis dahin hoffe ich, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.